Grazie, und vielen Dank. Herr Stadler. Ich habe gestern in der Debatte schon angekündigt, dass ich den Bericht des Kollegen Kukan ablehnen werde. Ich habe das auch heute getan. Ich verweise nur noch einmal darauf, dass dieser Bericht nicht ausgewogen ist, sondern er ist einseitig. Etwa wenn man die Ziffern 100 und 101 vergleicht. In 101 werden zwei dramatische, bedauernswerte Hinrichtungen in Weißrussland genannt. Aber die größte Zahl der Hinrichtungen in der westlichen Hemisphäre, die in den USA stattfindet, die wird überhaupt nicht einmal mit einer Silbe erwähnt. Das heißt, ein Beleg dafür, wie einseitig dieser Bericht ist. Das gilt auch für das, was ich gestern gesagt habe im Zusammenhang mit der Abtreibung oder mit der Auslöschung und Ausrottung christlicher Gemeinden in Staaten, die wir, zu denen die Europäische Union durchaus befreundete Beziehungen sogar unterhält. Ich möchte heute noch ergänzen, dass der Versuch des Kollegen Kukan mit diesen Ergänzungen zur Problematik der Saharauis nur ein untauglicher war. Es wird der Problematik der Westsahara keinerweise gerecht. Auch die Palästinenser-Problematik wird nicht angesprochen, die mehr als notwendig wäre, in einem Menschenrechtsbericht prominent vorzukommen. Und ich bin im Übrigen auch anderer Meinung als der Kollege Campbell Bannerman, dass nämlich Snowden ein Held ist, mit Zivilcourage, mit Anstand und mit Verantwortungsgefühl, nämlich die Problematik, er hat dafür gesorgt, dass die Problematik, die Menschenrechtsproblematik der Ausspähung von Millionen Menschen in ihrer Privat- und Intimsphäre und in ihrer Familiensphäre durch die NSA mit keiner Silbe hier vorkommt. Daher ist dieser Bericht schlicht und einfach einseitig. Er ist gegen Russland gerichtet, er ist gegen die Ukraine gerichtet, er ist gegen Weißrussland gerichtet, er ist von einer gewissen Russlandphobie geradezu durchdrungen. Und daher habe ich ihn aus tiefer Überzeugung abgelehnt. Grazie. Onorevole Stadler. Vielen Dank, das war Herr Stadler. Also, Sie haben ja schon gesprochen, jetzt kommt Frau Basescu. Am votat in favoarea raportului. Ich habe zugunsten dieses Berichts gestimmt.